da kommst du nicht mehr raus, ne? Steht klar. Ich komm ja raus. Du kannst auf den... Na, und dann. Ich komm ja raus. Und dann? Los, Ferdi! Oh, was? Das Pferd kann alle Blöcke hochfliegen. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Gestrandet Rewind, das Community FAQ mit Manus. Hi, Leute. Mit Lobius. Hallo. Und mit Kundran von den Sofa Gamings. Hallihallo. Ich habe hier eine coole Idee, wenn ich alle spiele. Anne. Hallo, das bin ich. Anne? Ach du. Ja. Du auch schon wieder hier reingeschlichen. So schnell. Ja. So schnell. Ich muss das? Steak essen. Ach so, ich habe ein Pferd jetzt, endlich. Juhu. GZ. Pferd. Was hast du eins, ein braunes oder ein geflecktes? Ich habe ein weißes. Ein weißes Ross. Yeah. Wo hast du in irgendeiner Mine einen Sattel gefunden, oder? Ja. Oder wie, oder und ich habe sogar ein Namensschild gefunden. Oh, cool. Was, ein Namensschild? Mhm. Cool. Für mein Pferdchen. Ja, ja. Und wie heißt das? Ich kann ja noch keinen Namen... ich kann noch keinen Namen vergeben, weil ich keinen Amboss da habe. Ach so. Leider. Bei uns steht ein Amboss. Ich habe auch eins zu Hause. Ach so. Achso, du warst noch nicht zu Hause. Nee, mein Bett habe ich einstehen. Nee, gar nicht. Ja, da, wo nachts streckt er manchmal die Hand aus und streichelt Sand über seinen Amboss. Ich lecke ihn ab. Ich sammle ihn an. Oh, du bist so ein schöner Amboss. Jetzt ist das Problem, ich habe überall Wasser. Ich glaube, ich muss das Pferd töten. Ich glaube, ich muss das Pferd töten. Ach, Manus hat sich hier einen privaten Zugang gebaut zu seinem Haus. Was, wie meinst du? Hallo, na? Ach, hier ist ja voll der Untergrund drunter. Wie komme ich jetzt wieder an den Sattel ran? Hallo? Hey. Wie kommt man denn hier hoch? Da hoch? Nur von außen. Oha. Mhm. Nein, nicht. Kann man den Sattel wieder abnehmen? Krasse Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja irgendwie hineingesetzt. Cool. Also ich habe noch nie versucht, einem Pferd den Sattel wieder abzunehmen. Weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, der bleibt drauf, der Sattel. Schade. So würde ich ihn jetzt töten. Nicht. Ihn oder es oder sie. Er, sie, es. Jetzt wieso? Muss ich mal gucken, wie ich das. Weil ich hier nicht wegkomme. Oh. Hier ist überall Wasser. Achso, du kannst das Pferd schieben. Also wenn du im Wasser bist. Das ist ein Meer. Sidna, den Pop ist fassen. Du kannst es vor dir herschieben, ich sag's ja nur. Das wird ewig dauern. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich habe das auch letztens gemacht, weil mich hat's aufgeregt, dass das scheiß Pferd nicht schwimmen kann. Oh Gott, Expedition. Das wird eine Tour. Macht's gut, Leute! Okay, jetzt sind wir gesunken. Ich hab dann das Pferd rübergeschoben. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung, sonst drehe ich durch mit dem Pferd. Los, Hühner, Paar! Das wird die langweiligste Folge ever werden. Okay, jetzt alle bei Lobby reingucken für die langweiligste Folge der Welt. 15 Minuten das Pferd schieben. Mit einer Blume in der Hand. Okay. Das ist überhaupt nicht schwul, Lobby, wenn du auf einem weißen Ross mit einer Blume in der Hand reitest. Gar nicht. Und langen Haaren. Und langen Haaren. Ja, das kommt wirklich ein bisschen fail. Also wenn du jetzt nicht Legolas bist, ne, dann kann man dir leider auch nicht mehr helfen. Dann wirst du dich leider von Metten... Zuschriften männlicher Zuschauer nicht mehr schützen können. So. Oh Gott, ey. Ach, perfekt. Das passt ja. Ist aber so eine Quelle. Halt Anne hat noch Fragen. Ja, ich habe noch Fragen, wenn ihr fragen wollt. Na klar. Fragen, ja. Was haben wir denn hier? So. Was würdet ihr euch am meisten wünschen, beziehungsweise was haltet ihr für wahrscheinlicher? A, also morgen wird der eindeutige, unumstößliche Beweis dafür erbracht, dass es A, wirklich einen Gott gibt, B, wirklich Außerirdische gibt, C, Magie wirklich gibt. Und wie war der Anfang der Frage? Also, die Frage ist, was wir uns mehr wünschen würden. Also morgen wird was der eindeutige, unumstößliche Beweis dafür erbracht, dass es A, entweder Gott wirklich gibt, B, Außerirdische wirklich gibt oder C, Magie wirklich gibt. Hm. Und dann halt die Frage, was würdet ihr euch davon am meisten wünschen, beziehungsweise was haltet ihr selber davon am wahrscheinlichsten?
Wahrscheinlich sind ganz eindeutig die Außerirdischen. Ja. Weil da bin ich relativ fest von überzeugt, dass wir nicht die einzigen Lebewesen im gesamten Universum sind. Mhm. Aber am meisten wünschen? Wahrscheinlich Magie. Magie wäre cool. Ja, Magie wäre wirklich cool. Hm. Ich würde dann fliegen. Schwierig. Das wird ja, glaube ich, nicht heißen, dass man es auch gleich kann, oder? Nö, keine Ahnung. Nur, dass es halt in der Theorie halt irgendwie möglich ist. Dementsprechend finde ich das trotzdem am coolsten. Ja. Meinst du, Maggie? Ich weiß auch nicht, es ist schwierig. Also am meisten Angst hätte ich wahrscheinlich vor den Außerirdischen, weil da weiß man ja absolut nicht, ne? Wie drauf was dann sind. Auf einen zukommt. Das ist halt schwierig, aber... Ach, boah, wünschen. Ich weiß nicht, ob Magie so gut wäre. Wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich aber nicht. Kann ich mir auch so vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht so der Burner wird. Gute Frage, ich weiß es wirklich nicht. Es ist schwierig. Also wünschen würde ich mir von allen dreien. Wahrscheinlich eher noch Gott, weil das hat nichts damit zu tun, dass ich da hier gläubig bin, sondern eher, weil da hätte ich am wenigsten Angst vor. Vor Magie und Außerirdischen. Magie wird missbraucht. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, wenn man davon ausgeht, dass das Universum unendlich ist, dann halte ich es aus für sehr wahrscheinlich, dass es noch andere Lebensformen gibt. Von daher halte ich auch die Außerirdischen für am wahrscheinlichsten. Ich kann das gar nicht verstehen, wie man sowas ausschließen will. Mhm. Ich finde es immer interessant, wenn Menschen etwas abstreiten, weil sie meinen, es wäre ja bewiesen, dass das nicht gibt. Aber man kann ja eigentlich nicht beweisen, dass es etwas nicht gibt, oder? Also, jedenfalls, nee, schwer. Was nicht da ist, ja, kann man halt nicht beweisen. Sache mit, ja, was du halt nicht mit als Mensch empfinden kannst oder was weiß ich, ja. Oder sehen, wahrnehmen kannst. Ne? Gleiche Sache mit Gott irgendwie, aber jedenfalls, Gott, keine Ahnung, übersinnliches irgendwas. Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, am ehesten würde ich mir dann wünschen, also die Frage ist ja, wenn das an einem Tag plötzlich erwiesen wäre, ja? Wenn erwiesen wäre, dass es Außerirdische gibt, dann würde es ja heißen, man hat irgendwo Außerirdische gefunden und ich glaube, das fände ich am coolsten. Ich meine, auch wenn das natürlich heißen könnte, dass das eventuell negative Konsequenzen für uns hat, aber tendenziell fände ich das, glaube ich, am coolsten mit den Außerirdischen. Okay. Und Magie ist also auch so schwammig. Also du hättest ja keine Angst davor, dass wenn jetzt Außerirdische kommen, dass die vielleicht auch böse wären oder so? Böse? Ich meine, das ist ja auch die Frage, ne? Zum Beispiel, wenn es jetzt eine Also erstmal ist für mich die Frage, na, ist das dann überhaupt eine Gattung, die auch halt von Sauerstoff halt als Sauerstoff atmet und auf Kohlenstoff basiert? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Und dann halt die Frage, sind das quasi intelligente Lebewesen oder halt nicht? Aus Sicht der Menschen, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Davon hängt das ja alles so ein bisschen ab. Ne? Es können ja auch zum Beispiel sowas wie Parasiten sein, also die überhaupt nicht ein soziales Denken haben oder so, sondern einfach nur parasitär quasi eine Lebensform haben. Kann es ja alles geben. Am meisten wünscht man sich natürlich, dass es irgend so eine Rasse ist, die Menschen ähnlich ist im Sinne davon, dass es halt irgendwie möglich sein kann, mit denen halt als Mensch zusammenzuleben oder voneinander zu profitieren, zu lernen, was weiß ich. Das fände ich am coolsten halt, aber eigentlich ja relativ unwahrscheinlich. Denke ich. Weiß ja, ich nicht, wenn man tatsächlich auch von einem unendlichen Universum ausgeht, fände ich irgendwie. Gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Richtig, dementsprechend muss es doch irgendwo einen. Also eine. Was hatten wir? Aber dann gibt es auch unendlich viele andere, die eben nicht menschlich sind. Und dass dann wir Menschen auf eine menschenähnliche Rasse treffen, irgendwo, ist irgendwann, dann ist dann schon wieder ziemlich richtig, unwahrscheinlich. Ja. Also von daher, ich weiß nicht. Ja, schwierig. Aber das fände ich natürlich am coolsten. Das ist würde schon mir richtig, gut gefallen. Der, so aber nur, wenn sie lieb sind. Nur, wenn sie lieb sind. Ja, ihr müsst verstehen, ich bin so ein Independence Day-Gucker und sowas, ne? District 9, wisst ihr? Guter Film. Ja, das stimmt. Klasse. Und lustig. Ja. District 9, ich finde diesen einen Schauspieler so super klasse, der diesen, was ist das, diesen Doktor da oder was der spielt, der sich dann so langsam mutiert in selber so einen. Kennt ihr den Film? Hast mal so gefragt. Nee, was? Nicht. Hab ich nicht geguckt. District 9 meinst du? Achso, ja. District 9 kennt ihr gar nicht. Okay. Doch, ich schon. Okay.
Ich schon. Kam während der Gamescom, glaube ich. Mhm. Ich brauche dieses. Ich brauche Diorit. Diorit. Anne minus 200 plus 200? Oder umgekehrt? Hast du ohne Ende? Minus 200 plus 200. Okay. Ich guck mal eben, aber ich müsste davon einiges haben. Dann bin ich richtig. Weil ich habe auch schon unglaublich viel gesammelt, aber. Es nimmt kein Ende von dem, was ich brauche. Ja. Bin ich dir, also zwei Sticks habe ich hier schon mal. Drei und ein bisschen. Guck ich noch oben. Oh, das klingt ja super. So. Der alte Minenmann hat alles vorrätig. So sieht das aus. Weil... und ich komme angeritten. Hat alles hier. Da, kann alles besorgen. Oh, meine Truhe noch eben. Ich bräuchte mal 30 Diamanten. Jo, kein Ding. Hä? 30 Diamanten für was? Für eine Rüstung und dann noch ein bisschen paar Waffen. Ich will ein paar Diamantblöcke machen. Ja, Deko oder so. Halt, ne? Für mein Haus. Für meine Insel. Kommst du gerade zu mir? Nee. Ich komm zu dir rüber. Okay. Me rolling. Ich habe noch mehr Fragen. Wollen wir uns oben an der Liebesgrotte treffen? An mein Liebesbett im Tempel? Können wir mal. Oh. Wollt ihr noch eine Frage? Natürlich. Ich habe ja noch eine gute. Und zwar... Habt ihr auch einen Führerschein auf Anhieb geschafft oder habt ihr eine Prüfung wiederholen müssen? Jetzt kommt's. Boah, das ist echt... Muss ich überlegen. Warte mal, das ist ja schon schwer. Ich habe beim Motorrad die praktische Prüfung einmal wiederholen müssen und beim Auto alles mit einmal geschafft. Okay. Ich bin ein Berliner. Das heißt, ihr habt keinen... Achso, Goro. Ey, Goro, wieso ist der nicht bei uns im Channel? Hui. Oh, hier hat einer eine Möhre geklaut. Unglaublich. Kann nicht wahr sein. Keine neue angepflanzt. Ich hab's direkt beim ersten Mal geschafft. Ich habe auch vor allem bei den theoretischen Prüfungen bei sowas, ich habe einen Schiedsrichterschein gemacht. Da hatte ich, glaube ich, wobei da wurden die ausgewertet, wie es mit Fehlerpunkten aussieht. Aber bei sowas habe ich irgendwie ein bisschen Händchen für, gerade für die theoretischen Sachen. Da habe ich irgendwie sogar noch nicht mal Fehlerpunkte meistens drin. Alter! War am Ende fast knapp. Du hast keinen Platz mehr, glaube ich. Oder? Krass. Praxis war am Ende fast knapp, weil mir so eine dumme Radfahrerin fast vors Auto noch gefahren wäre. Da weiß ich nicht, ob da irgendwie was schief gegangen wäre oder ob sie mich da hätten durchfallen lassen. Jetzt haben wir wirklich keinen Platz mehr. auf jeden Fall beim ersten Mal geschafft. Und jo. Der Fahrlehrer meinte nur am Ende, ich wurde von meinen Eltern abgeholt. Meinte dann zu meinen Eltern, ja... ziehen sie ihn ab und zu mal an den Ohren, dass er einen Schulterblick macht, aber ansonsten war es okay. Ich glaube, bei mir war es dasselbe mit dem Schulterblick. Macht fast ansonsten. Jeder. Bestimmt. Ja. Also Probleme hatte ich Theorie technisch auch nie. Also generell so mit Prüfungen habe ich keine Probleme in der Schule nicht gehabt und weiß nicht, auch so. Hat eigentlich immer gepasst. Oh, vielen, vielen Dank, ey. Jo, kein Problem. Das bringt mich unglaublich schnell voran. Wartet mal. Guck mal meinen Berg. Hey, Lobi, warum baust du eigentlich immer so komplett dermaßen augenkrebserregende Sachen? Das ist echt so schlimm. Och, Mann. Es tut mir echt leid, aber das, was du baust, ist ja ohne Sinn. Ohne Sinn und Verstand, ich weiß. Weißt du, bei Anne hier, da steht so ein schönes Holzhaus und alles. Und guck mal hier hoch. Oder Tino, guck mal hier hoch. Oh. Ah, da kommt er mit seinem Pferd hier. Und mit der Blume in der Hand. Warte, ich will das auch sehen, Lobi. Ey, mein Pferd! Ja, heute Abend gibt's Pferdefleisch. lecker. Lasagne. Ey, was ist mit dem Bogen auf mich? Ich bin gleich tot, hör auf. Was hast du für einen Bogen, Junge? Ey, hör auf, Junge, ich hab nur noch drei Dingsbums, dralala, weißt schon. Nicht hauen, Anne, nicht hauen. Nein. Hallo. Macht ihn tot, lootet ihn. Wir sehen, wie er mit seinem Pferd... Da kommst du nicht mehr raus, ne? Steht klar. Ah. Ich komm ja raus. Du kannst auf den... Na, und dann. Ich komm ja raus. Und dann... Los, Ferdi! Oh, was? Das Pferd kann alle Blöcke hochkriegen? Lol. Cool, was? Zeig mir die Blume in der Hand. Okay, bei welcher Zeit sind wir aktuell? 30 Sekunden. Ich würde sagen, Anne darf die Frage noch beantworten. Warte, ich muss auch noch. Achso, Hier. Führerschein, ja. Ich bin bei meiner Theorie, habe ich gleich bestanden und bei der Praxis habe ich zwei Anläufe gebraucht, weil ich
Also einmal durchgefallen. Ich hab nicht viel falsch gemacht, aber es war so die Summe vom also ich sollte halt dreimal oder so, sollte ich von der ganz rechten Spur, da waren glaube ich 4 Spuren, auf die ganz linke Spur und es war Berufsverkehr und das, ich finde, halt, gerade als Fahranfänger ist man da ja noch nicht so durchsetzungsfähig, dass man dann halt einfach sich so dazwischen drängelt und das habe ich halt einmal nicht geschafft und zweimal wohl dann in Augen meines Fahrprüfers zu langsam und dann hat er halt gesagt, ich muss nochmal machen. Boah. Beim zweiten Mal habe ich aber nach 15 Minuten hat er gesagt, sie können ja alles. Und dann hat er mir den Führerschein in die Hand gedrückt. Das ist cool. Ja, war ganz cool. Ja. Ja. Da musste ich dann noch nicht mal mehr. Beim ersten muss ich alles machen, ja. Autobahn, 30er-Zone, pipapo. Beim zweiten Mal bin ich nur kurz einmal durch die Stadt gedüst, einmal Landstraße und das war's dann schon mit meiner Prüfung. Und dann habe ich meinen Führerschein bekommen. Und ja. Und Lobi, wie war's bei dir? Ja, beim ersten Versuch. Aber ich hatte eine Woche beides vorher. Theorie und Praxis. In der Theorie hatte ich eine Woche vorher 60 Fehlerpunkte. Müsst ihr mal schaffen. Da hast du auch mal ordentlich gelernt dann, oder wie? Ja, nice. Ein bisschen. Ein bisschen noch gelernt hat er, der Lobi. Ich hab's aber geschafft. Ich muss sagen, ich hab's geschafft. Machen wir jetzt hier noch ein Bettchen. So, dann war's das mit der Folge. Und Guru und Nifi sind jetzt auch hier noch im Server, die können wir dann ordentlich mal nerven. Und wir sehen uns ansonsten in der nächsten Folge. Schaut bei den anderen vorbei, wie immer in der Videobeschreibung. Macht's gut, ciao! Bis dann, Leute! Tschüss!